Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Angezockt. Erinnert euch vielleicht noch letztens an das Video zur FIFA 14 Demo, die wir auf dem PC gespielt haben. Heute spielen wir die Vollversion von FIFA 14 auf der PlayStation 3 und im Grunde genommen wird dieses Video jetzt gar nicht mal so viel anders als das Demo-Video. Ich meine, wir werden Fußball spielen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich euch einfach ein bisschen zeigen, was bietet FIFA 14 denn nun in der fertigen Current-Gen-Version. Auf die Next-Gen-Version müssen wir ja noch uns gedulden, bis zum 22. November, zumindest ich, bis zum 22., denn dann kommt ja die Xbox One. Ich habe die Day One Edition vorbestellt, kriege mein FIFA 14 also direkt gratis dazu. Alle anderen müssen sich's dann entweder kaufen oder wenn sie sowieso PS4-Spieler sein werden, dann müssen sie natürlich bis zum 29.11. warten, wenn die PS4 in den Handel kommt. Genau, wir befinden uns hier im Hauptmenü des Spiels und man sieht schon die erste Veränderung. Das Menüdesign wurde komplett überarbeitet. Vorher war es ja so listenmäßig, jetzt sind es eben so Kacheln, was ich schick finde und auch übersichtlich. Vor allem das hier finde ich halt super. Man kann im Menü direkt hier, kann ich sofort mit einem Klick sozusagen meine Trainerkarriere fortsetzen. Sehe sogar, wie das letzte Spiel ausgegangen ist. Da seht ihr schon, Champions League mit Dortmund gegen Real Sociedad 3-1 verloren. Ja, nächste Partie gegen Nürnberg, die werden wir dann gleich spielen. Aber ich sehe noch mehr. Ich habe hier zum Beispiel Meldungen aus dem Football Club von Freunden, was die so gemacht haben, etc. Hier unten Anstoß, einfach ein Einzelmatch direkt machen. Und das hier bringt mir natürlich sofort dann zu Ultimate Team. Wenn ich denn hier weitergehe in den Reitern, oben einfach mit den Schulterbuttons, dann haben wir hier die einzelnen Spielmodi. Also Anstoß, Ultimate Team ist natürlich wieder mit dabei. Die Trainerkarriere eben. Seasons, also der Online, Haupt-Online-Modus sozusagen. Dann haben wir die Pro-Clubs, auch online, wo man wirklich 11 gegen 11 spielen kann. Online-Freundschaftsspiele kann man natürlich auch ohne Probleme machen. Die Skill-Games sind wieder mit an Bord. Und hier bei weiteren haben wir dann eben noch den FIFA Interactive World Cup, die virtuelle Bundesliga, man kann eigene Turniere natürlich dann spielen, Be a Pro, die EA Sports Arena, ich weiß gar nicht, was das ist. Ah, ist derzeit nicht verfügbar. Okay, dann hat sich das erledigt. Mann gegen Mann, Spiellobbys und die Trainingsarena. Genau. Und hier haben wir noch den Football Club. Da gibt es auch wieder wie in FIFA 13 schon den Katalog. Das heißt, man steigt ja für alles, was man im Spiel macht, kriegt man ja Erfahrungspunkte, steigt im Rang auf und kriegt Credits. Und dann kann man sich hier eben neue Sachen kaufen, wie zum Beispiel einen extra Speicherplatz für eine Mannschaft für Ultimate Team. Ja? Oder ein extra Spiel im Seasons-Modus. Oder neue Schuhe. Oder, Gameplay, was weiß ich. Torjubel. Ja, hier zum Beispiel Liegestütze. Könnte ich mir jetzt kaufen. Mache ich einfach mal. 1500. Kann man ja machen. Ich habe ja genug Credits. Genau. Also da gibt's halt, können wir sogar eine Trophäe für. Hihi. Also alles Mögliche in diesem Katalog, was man sich da wieder erwerben kann. Meine Meldungen. Okay, das sind halt auch nochmal News. Freunde-News. Bestenlisten. Genau. Und natürlich hier anpassen. Also alle möglichen Optionen. Der Store. Was gibt's überhaupt was im Store? Kommentare wahrscheinlich bloß, oder? Na gut, das Season-Ticket, da kriegt man dann halt jeden Monat zwei Premium-Gold-Sets und 20% auf alle möglichen Käufe. Und das Creation Center, da kann man sich halt den Kram kaufen, um da eigene Sachen erstellen zu können. Genau. Gehen wir zurück. Online-Einstellungen, da ist das Creation Center, das Replay Theater, wo man sich dann eben seine Replays anschauen kann. Man kann natürlich die Teams bearbeiten, eigene Spiele erstellen, alles möglich. So, wir gehen jetzt aber eben, hoppala. Ach so, dann nimmt er hier immer quasi das Letzte, was man irgendwie aufgerufen hat. Spiele online gegen andere und gewinne Preise. Also das ist nochmal so ein Online-Wettbewerb, EA Sports Arena. Okay. Wir setzen jetzt unsere Trainerkarriere fort. Ich bin ja ein großer Fan des Karrieremodus nach wie vor. Das ist der Modus, den ich am meisten spiele. Online zocke ich ja gar nicht so viel FIFA. Also ich glaube, bei FIFA 13 habe ich tatsächlich am längsten Ultimate Team gespielt. Und das war aber auch nur in den ersten ein, zwei Wochen. Also danach habe ich mich wieder voll auf den Manager-Modus versteift, weil der mir dann doch am meisten
Spaß macht. Klingt komisch, ist aber so. Und ich spucke gerade mein Mikro an. Hm. Ja, was ein bisschen blöd ist, zumindest auf der PS3, ich weiß nicht, ob das auch für die 360-Version gilt, PC-Version hoffe ich jetzt einfach mal nicht. In den Menüs, gerade hier im Karrieremodus, ihr seht das schon, es ist alles ein bisschen langsamer und es laggt auch so ein bisschen. Da hoffe ich, dass EA da mit einem Patch Nachhilfe liefert, also Abhilfe schafft, weil das geht gar nicht. Da musste ich kurz aufstoßen. Das ist ganz schön blöd. Naja, auch hier im Karrieremodus natürlich die neue Benutzeroberfläche. Ja, hier hat man News zum eigenen Verein. Da gibt es allgemeine News. Hier kann man direkt die Bundesliga-Tabelle sich anschauen. Wie ist richtig? Ich bin momentan 8 da bloß. Ich habe allerdings noch kein Spiel in der Bundesliga verloren. Das ist immerhin etwas. Dann hier Reitermannschaft. Ganz klassisch das Teammanagement. Man kann sich die Teamberichte anschauen, Formationen ändern, Trikotnummern. Und hier natürlich, wenn man jetzt ein Nationalteam hätte, dann hätte man eben auch noch diese 2 Punkte. Transfers. Das ist die einzige große Neuerung im Karrieremodus. Ihr habt jetzt nicht mehr alle Spieler der Welt, wo ihr sofort komplett die Werte einsehen könnt. Nein, ihr müsst die Spieler erst scouten. Dafür gibt es eben dieses globale Transfernetzwerk. Ihr habt mehrere Scouts, beziehungsweise bei kleineren Vereinen ist es dann vielleicht nur einer oder gar keiner, da muss man dann erst einen anheuern. Und die könnt ihr eben losschicken in die verschiedenen Regionen dieser Welt. Moment, habe ich denn jetzt hier einen Scout? Der ist auch schon auf Gebiet Scouting. Der ist verfügbar, genau, da kann ich euch das mal zeigen. Ihr könnt ihn in die verschiedenen Regionen, also Ligen schicken, halt alle, die im Spiel drin sind. Und wir können jetzt einfach mal sagen, wir schicken den Kollegen hier nach Portugal. Und dann baut er dort ein Scouting-Netzwerk auf. Und dann können wir hier in den Reiter Aufträge gehen. Und da können wir eben Aufträge für alle Scouts festlegen. Ich habe hier zum Beispiel schon einprogrammiert, einmal, dass sie mir einen Stürmer suchen sollen, der groß ist und ein Kopfballspezialist. Und einen offensiven Mittelfeldspieler, der halt ein dribbelstarker Spielmacher ist. Und wir können jetzt hier auch mal einen neuen Auftrag noch machen. Und hier können wir eben genau sagen, erstmal Position. Wir können natürlich auch generell einfach, hier sucht alles, ja, was geht. Wir können aber eben auch genauer definieren. Zum Beispiel, such mir doch mal einen linken Verteidiger im Alter von 20 bis 25, ja, dessen Vertrag nur noch 1 bis 2 Jahre läuft. Ja. Und der vielleicht noch ja, defensiv orientiert. Und Allrounder vielleicht. Genau. Und dann kann ich eben sagen, beibehalten das Ganze. So. Und dann wird eben auch danach gesucht. Und jetzt bin ich komplett rausgegangen. Das wollte ich gar nicht. Genau, und dann kann man hier eben, wenn die Scouts dann Spieler gefunden haben, sieht man ja hier an den Zahlen, der jetzt zum Beispiel 6 Spieler in Beobachtung, beziehungsweise gefunden. Und da sehen wir es hier eben. Spieler, die zu diesen Aufträgen halt passen. Kevin Stöger, Leonardo Bittencourt von Hannover, Thiago von Bayern München, Sonny Kittel, Pierre-Michel Lasogga dann. Also hier unten haben wir dann eben noch 2 Stürmer, die er unter Beobachtung hat. Und genau, wenn wir auf diese draufgehen, dann seht ihr hier zum Beispiel schon, der wird halt beobachtet. Wir sehen jetzt allerdings noch keine Werte von ihm. Ja? Hoppala, jetzt bin ich da. Nee, Moment. Genau. Anders hier zum Beispiel schon bei Bittencourt. Da ist der Bericht vollständig. Und da sehen wir auch schon seine Gesamtstärke. Ja? Wir sehen seine einzelnen Werte. Ich denke mal, wenn ich jetzt hier das ging gar nicht. Ach nee, da, okay. Rechts, wie gesagt, können wir es komplett hier durchschalten. Bloß seine Gesamtstärke sehen wir jetzt da in dem Bildschirm gar nicht. Haben wir hier noch irgendeinen, bei dem der Bericht vollständig ist? Nee, ne? Genau, wir können aber auch da mal rausgehen. Und können hier auch einfach mal gucken. Genau, das sind halt noch so ein paar Stürmer, die
Fußballer. Warum ist jetzt hier nur er? Alle? Detailinfo. Hm. Okay, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich bei ihm schon die ganzen... Also, ich sehe jetzt auch nicht die genauen Fähigkeiten. Jedenfalls, das Ganze macht das Transfersystem halt realistischer. Was übrigens ganz nett ist, wenn ihr gegen eine Mannschaft bereits gespielt habt und Spieler wurden aufgestellt, könnt ihr dessen Werte komplett einsehen. Also, wenn ihr jetzt in der Bundesliga spielt und ich mache zum Beispiel das nächste Spiel gegen Nürnberg und nach diesem Spiel kann ich alle Werte aller der Spieler einsehen, die halt in diesem Spiel aufgestellt wurden vom 1. FC Nürnberg. Da hatte ich Befürchtung gehabt, dass das vielleicht auch nicht der Fall sein könnte. Dann wäre es wieder übers Ziel hinausgeschossen. Aber so, finde ich, ist es echt, macht das Transfersystem echt ein bisschen realistischer. Man muss, dass man seine Scouts wirklich losschicken muss und nicht einfach sagen kann, du, da starker Spieler in Brasilien, den kaufe ich. Ja, weil der 80 Punkte hat. Es ist natürlich nicht hundertprozentig realistisch, wenn man jetzt zum Beispiel bedenkt, man weiß natürlich, wie stark Messi ist. Das weiß man. Ja, das ist ein Weltfußballer. Natürlich weiß man eigentlich, wie gut der ist. Den muss man jetzt nicht erst scouten. In dem Fall muss man es dann halt doch. Also, es ist jetzt nicht hundertprozentig realistisch, aber es ist besser, als es vorher war. Das würde ich schon so sagen. Genau. Wir können natürlich auch direkt einfach Spieler suchen. Ja, und die dann ganz speziell scouten. Das geht auch. Und ja, gut, Spieler verkaufen. Transferverhandlungen, das erklärt sich von selbst. Dann haben wir hier noch die Reiter Büro, da haben wir unseren Posteingang, da kriegen wir eben Mails vom Vorstand, von Spielern etc. Verträge, können wir die Verträge unserer Spieler verlängern. Jugendstab, das ist ein bisschen seltsam, das ist immer noch so, wie es in FIFA 13 war, also auch eben dieses eigene Scouting-Netzwerk. Jetzt hat man bei Borussia Dortmund 4 Scouts. Aber für dieses Jugend-Scout-System muss man immer noch neue Scouts anheuern, die dann auch eben wieder in die verschiedenen Länder geschickt werden. Ist irgendwie seltsam, ja. So, warum sagt er hier Scout verfügbar und Scout-Netzwerk aufbauen? Ich denke, der ist in Frankreich stationiert und sucht da Leute. Hä? Habe ich was verpasst? Okay, dann habe ich da irgendwas falsch gemacht. Genau, such einfach mal für 6 Monate nach. Och, weiß ich nicht. Komm, starke Physis. Such mal nach kräftigen Leuten in Frankreich. So. Und das sind dann eben wirklich wieder die Jugendspieler, die dann erstmal in die Jugendmannschaft kommen. Genau, meine Karriere, kann man halt seine bislang erreichten Ziele oder seine erreichten Erfolge oder nicht erreichten Erfolge anschauen, Budgets erhöhen, Jobangebote, falls man dann doch irgendwie zu einem anderen Verein geht. Und Einstellungen, genau. Und hier im Saisonreiter haben wir eben nochmal den Kalender, können gucken, wann sind die nächsten Spiele. Ja, haben wir vielleicht eine englische Woche, müssen manche Spieler dann eventuell geschont werden. Wir können andere Ligen reinschauen, wir können natürlich die Teamstatistiken uns anschauen, die Spielerstatistiken, die Tabelle nochmal und die letzten Begegnungen in der Bundesliga. So, und ich sehe gerade, ich habe eine Mail. Ach so, wahrscheinlich genau jetzt von dem Scout, der da sein Netzwerk aufbaut. Alles Klärchen. So, genug der langweiligen Menüs. Wir gehen ins nächste Spiel. Und ja, Mkhitaryan wird bejubelt. Das ist schön. So. 2 neue Nachrichten. Mal kurz schauen, was wir da haben. Aktuell ist es Frankreich zum Beispiel. Ha, da. 3 Spieler hat er gefunden. Obwohl, das ist jemand anders. Das ist ja jetzt das Scouting-Netzwerk. Genau, damals zum Beispiel hier Valentin Eseric, wie auch immer man es ausspricht, Zachary Labadie, so, und Zana Ali, also wirklich 3 junge Spieler, die er jetzt quasi beobachtet. Und genau, hier haben wir noch ein paar Sachen. Hm? Nee, Moment. Meine Suche in Brasilien nähert sich dem Ende. Ich bin mir nicht sicher, ob ich weitere Spieler finden kann, die ihren Kriterien... Ach so, okay, also er empfiehlt uns jetzt, dass wir ihn in ein anderes Land schicken. Oder natürlich noch irgendwie einen neuen Auftrag hinzufügen. Aber das habe ich ja gemacht.
Deswegen, nee, such mal weiter. Vielleicht findest du ja noch einen linken Verteidiger. Kann ja sein. So, jetzt aber. Also das Menü leckt echt so ein bisschen. Das ist echt nervig. Spiel gegen Nürnberg. Ich spiele auf Weltklasse. Habe die KI-Einstellungen aber so ein bisschen angepasst, um es mir, ja, um es mir schon ein bisschen einfacher zu machen. Klingt jetzt blöd, weil dann könnte man es auch gleich irgendwie auf Profi spielen, würde man jetzt denken. Aber der Unterschied ist ja doch nochmal ein bisschen anders. Und ich habe es jetzt so, dass es echt spannende Spiele sind. Und ja, so macht es mir eigentlich echt Spaß. Genau, schauen wir mal, wie spielen wir denn? Ja, da sind nicht alle hundertprozentig fit. Subotic zum Beispiel, dann tauschen wir den aus gegen Sokratis. Hummels darf spielen, es sei denn, wobei, okay, Hummels hat nur einen Ausdauerwert von 69. Ja, okay, Sokratis, achso, nee. Subotic, 67, okay. Sind beides jetzt nicht so die Ausdauer-Kings. Ja, Hummels, ja, die wechseln sich dann irgendwie, genau, eine Halbzeit Hummels, eine Halbzeit Subotic, würde ich sagen. Schmelzer, Bender, Gündogan, Blaschikowski, den nehmen wir raus, dafür darf Aubameyang spielen. Reus spielt, Mkhitaryan. Ah, da fehlt mir jetzt natürlich eigentlich, da fehlt mir eben so ein offensiver Mittelfeldspieler. Ich kann Gündogan ins offensive Mittelfeld stellen und dafür dann Sahin ins Zentrum, beziehungsweise ins defensive Mittelfeld. Ich glaube, das mache ich auch. So. Genau, vorne dann natürlich Lewandowski. Was haben wir hier noch? Ja, Dieser Amini, den könnte ich vielleicht auch mal irgendwie einsetzen. Da, der kann auch ZOM spielen. Pass auf, dann packen wir den doch auf die Bank. Lass mal Mkhitaryan echt mal jetzt sich ausruhen. Und, genau, dann nehme ich noch Kehl. Der kommt auch noch auf die Bank für Blaschikowski. So, RM habe ich ja mit Hofmann. Okay. Dann lasst uns das Spiel starten. Und mal gucken, wie es ausgeht. Ich bin gespannt. Ja, hier sehen wir jetzt mal so eins der neuen Skill-Games. Das Flanken-Skill-Game. Oh Mann, das war schlecht. Oh, drüber. Ja, toll, zu hoch. Wobei, das ist, Flanken ist gut. Das ist ein Eckenskill-Game. Da habe ich immerhin eine Zielscheibe getroffen. Okay, aber es ist auch egal. Die Skill-Games interessieren mich auch herzlich wenig. Wir spielen jetzt diese Begegnung. Und lauschen dem Kommentar von den beiden. Ja, man sieht, grafisch hat sich jetzt natürlich nichts großartig getan bei der Current-Gen-Fassung. Wundert aber auch nicht. Scheinbar ist da nicht mehr aus den Konsolen rauszuholen, ohne dass es irgendwie jetzt ruckelig wird. Und, aber es sieht immer noch okay aus. Also, es ist immer noch ein hübsches Fußballspiel. PES hat ja jetzt eine neue Engine, die Fox-Engine. Aber da sehen die Spieler, finde ich, teilweise immer noch etwas komisch aus. Und, das habe ich bei FIFA nicht so. Also, mir gefallen die FIFA-Spielermodelle dann doch noch besser. Aber ich freue mich eh auf die Ignite Engine der Next-Gen-Fassung. Die sieht richtig gut aus. Und ja, also in 2 Monaten werde ich sowieso nur noch auf der Xbox One mein FIFA 14 spielen. Das ist ganz klar. So, da sehen wir nochmal die Tabelle. Und die Aufstellung von Nürnberg. Alle das natürlich wieder komplett durchlizenziert. Wie man das gewohnt ist. Ich überspringe das jetzt einfach mal. Und wir schauen mal, was wir jetzt hier reißen können. Genau. Im Grunde genommen muss ich ja zum Spielgefühl eigentlich nichts mehr sagen. Das habe ich ja schon in der Demo, im Demo-Video getan. Also, das könnt ihr euch natürlich auch nochmal anschauen. Dann. Ja, okay, das war schlecht. Deswegen werde ich mich jetzt in diesem Video echt voll auf das Spiel hier konzentrieren. Denn es ist ja auch mein Karrieremodus und ich will nicht verlieren. Und auch wenn Nürnberg jetzt eigentlich kein sonderlich harter Gegner ist, aber auch gegen die Kleinen, kann man hier durchaus verlieren. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort.
So, da ist Bender. Der BVB in den 70ern und 80ern. Aubameyang. Hat sich zu einem Verein mit Weltformat aufgeschwungen. In der Königsklasse zeigte sich das schon 1997, als der Borsigplatz bebte. In frischer Erinnerung natürlich immer noch die Meisterschaften 2011 und 2012. Und über allem schwebt Lothar Emmerich und haucht: Gib mich die Kirche. Ja, man hat jetzt hier so ein paar historische Informationen sozusagen von den beiden Kommentatoren. Es sind aber sehr wenige. Die wiederholen sich auch sehr schnell und ich sehe es eh kommen, dass ich in wenigen Tagen bereits wieder auf den englischen Kommentar umgestellt habe. Der ist einfach nach wie vor besser. Nichts gegen Frank Buschmann und Manny Breukmann. Die sind natürlich gute Leute, aber der Kommentar ist nach wie vor im Deutschen zumindest schlecht programmiert. Die Sprüche sind manchmal richtig dämlich. Also, wie gesagt, es liegt nicht an den beiden Kommentatoren, es liegt an den Autoren und an den Programmierern. Dass der deutsche Kommentar einfach nicht gut ist. Oder nicht sonderlich gut. Ich meine, PES macht es auch nicht besser. Also, von dem her. Wenn du den als Stürmer im Rücken hast, dann gibt's die idealen Pässe. Bender. Da oben ist jemand frei. Das ist Piszczek. In der Realität ja aktuell noch verletzt. Wie so viele beim BVB. Gündogan ist auch verletzt. Wer noch? Ich weiß gar nicht. Hummels? Fällt Hummels nicht momentan auch noch irgendwie aus? Ich weiß es gerade nicht. Ach ja, das war verweisbar, dass der Pass nicht ankommt. Ach, verdammt, da hätte ich den Spieler erst schicken müssen. So wird das natürlich nichts. Also was ich mittlerweile echt festgestellt habe, es ist viel, viel mehr Mittelfeld-Geplänkel. Aber die Torraumszenen sind richtig spannend. Also da hat sich echt einiges getan. Es gibt richtig krasse Torraumszenen, wo man fast einen Herzinfarkt bekommt. Ja. Das ist richtig, richtig cool und macht echt extrem viel Spaß. Überhaupt nicht passieren, in dieser Situation den Ball zu verlieren. Bender. Piszczek. So, Lewandowski hat den Ball und kommt da aber nicht durch. Moment, der ging zum falschen Mann. Das war so nicht geplant. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Vollner. Ja, okay. Ja, okay, eh abseits. Abseits, er ist einfach zu früh gestartet. Bender. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Zungenschnalzer! Da hat er jetzt gerade das Abschirmen gesehen. Oh Gott, ich komme da hinten aber auch nicht durch, ne? Das ist Dribbeln habe ich halt hier echt noch nicht so ganz raus. Ein super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Pogatetz. Luschek. Die verstehen sich blendend. So, jetzt muss der Torwart sein. Ach, verdammt. Aber den Ball habe ich noch. Reus. Ach, Mist. Was für ein cleverer Pass. Chandler.
entwickelt sich möglicherweise was. Nein, nein, nein. Puh. Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Zwei kam von dem Ballbesitz. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Was war das jetzt? Abseits? Ja. Abseits. Er ist einfach zu früh gestartet. Schmelzer. Ach, Mann. Die Chance. Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten. Hä, das gibt's doch nicht. Tja, da habe ich versucht, irgendwie zu flanken. Marco Reus. Die Tore sind noch im Sack. Tja, ich weiß, langweilige Partie, ne? 0:0. Mir geht es gerade nicht anders. Jetzt gähn hier nicht rum, Buschi. Sag mir lieber deinen Eindruck der ersten 45 Minuten. Den gähn ich dir, denn genauso war das Spiel. Den gähn ich dir. Oh mein Gott. So, ich hatte gesagt, Hummels geht raus, Subotic kommt rein. Bringt mir jetzt natürlich wenig fürs Spiel, aber naja. Jetzt also die Auswechslung, das gute Recht des Trainers, nochmal was Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt es hier doch noch den entscheidenden Treffer. Ach, Mann! Ja, komm. Das ist jetzt eine Angriffschance. Mann! 95%ige Chance. 100%ig nicht, weil der Torwart, der da stand, aber. Ach! So ein Mist aber auch. Den hätte ich doch reinmachen müssen. Wollte ich gerade den Ball passen. Gündogan. Ach, Mann! Das gibt's doch nicht. Das letzte Ligaspiel ging schon 0-0 aus. Bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Komm, Aubameyang. Ah ne, Skündor, nicht Aubameyang. Jetzt eine Flanke. Sehr gute Flanke. Die aber nicht ankommt. Flanke findet keinen Mitspieler. Gucken wir mal, ob die Einwechslung sich bezahlt macht. Mike Franz. Chandler. Vollmer.
sich vielleicht was an. Mein Ball. So, komm. Ach, Mann, da wollte ich zu dem oben und... Ah, es wäre so schön gewesen. Okay, bringen wir mal noch einen frischen Spieler rein. Komm, Hofmann. Der junge Hofmann. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Super Flanke. Zweikampf um den Ballbesitz. Schmelzer. Komm, das muss doch hier noch ein Tor geben. Bender. Jetzt sehen wir die Ballbesitzstatistik. Und die ist, wie wir ja sehen, völlig ausgeglichen. Ach, Mensch! Jetzt, na, das war knapp. Zur Stelle bei dieser Flanke. Gündogan. Kommt Gündogan. Wenn der jetzt natürlich, er würde gegen seinen Ex-Club treffen. Souverän festgehalten. Lewandowski. Murische Einarbeit. Na, ah. Also jetzt, komm, ich hab da vorne die Oberhand. Ich dominiere gerade die Partie. Da muss doch jetzt ein Tor rausspringen. Souverän geklärt. Ach. Und natürlich wehren sie sich bei diesem Angriff. Chandler. Es gibt wieder ein langweiliges 0-0 und ich wünschte, ich hätte euch was anderes präsentieren können. Das ist keine Aufgabe für den Torwart. Aber es will irgendwie nicht. Nee, nicht wirklich. Also, das war easy. Und wieder hält er mit dieser Aktion das Unentschieden in den Händen. Piszczek. Bender. Lewandowski. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Ja, komm! Komm! Ah! Jetzt! Nein, scheiße, okay. Da habe ich jetzt gerade irgendwie das nicht richtig gesehen. Ich dachte, der Ball kommt auf meinen Spieler. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Komm, lauf! Nein, er hat nicht mehr genug Kraft. Ah! Steh auf! Nein! Na. Bernilsson. Es hat nicht sollen sein. Es hat nicht sollen sein. Tja. Ach, Mann. Das ist völlig offen bis zum Schluss gewesen. Ich hätte mir so viel sehr ein spannenderes Spiel für euch gewünscht. Da müsst ihr euch doch das NHL-Video nochmal angucken. Das war spannend. Das hier, nee. Ärgerlich. Aber nun gut. Ich hoffe, euch hat dieses Video trotzdem gefallen. Und, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr das ja mal tun?
Wir würden uns drüber freuen. Ich würde mich drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann nämlich im nächsten Angezockt wieder. Macht es gut, bis dahin. Adieu. Da ist er, Mkhitaryan, der neue Armenier der Borussia. Okay, der Anstoß, ich weiß, so heißt es im Eishockey nicht, aber das hat schon mal ganz gut funktioniert. Okay, erster Schussversuch.